Die deutsche Sprache ist genial. Oft gibt es Begriffe, die wir ganz normal so im Umgangssprachlichen gebrauchen, die eine tiefe Bedeutung haben, die, wenn wir uns das Wort mal genau anschauen, eigentlich einen Sinn beinhaltet, den wir so leicht gar nicht erkennen. Beispielsweise das Wort nachtragend. Ein interessantes Wort. Wer nachtragend ist, trägt nach. Er trägt. Er hat die Last. Und das ist genau die Wahrheit. Oder ein Begriff, um den es mir heute geht, ist Beschwerde. Ich möchte mich beschweren. Ist das nicht eine völlig verrückte Aussage? Ich möchte mich beschweren. Ich möchte etwas Schweres auf mich laden. Die Sprache verrät hier einen Zusammenhang, der uns im normalen Umgangssprachlichen gar nicht so bewusst ist. Wir denken eigentlich, ich möchte mich erleichtern. Ich möchte mich gewissermaßen entschweren, ja, indem wir dann uns über irgendwas beklagen. Aber Tatsache ist, wenn wir eine Beschwerde vorbringen, beschweren wir uns tatsächlich, wir laden tatsächlich eine Schwere auf uns. Unser Leben wird schwerer dadurch. Und es gibt viele Menschen, die beschweren sich ständig über irgendwas. Über die Nachbarn oder über einen Hund oder über Dinge, die nicht so laufen, wie sie sich das gedacht haben. Über ihre Zipperlein und, und. Wir beschweren uns und wundern uns, warum unser Leben schwer ist. Jesus sagt, meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Kommt zu mir, bringt mir all das, lasst es bei mir und ihr könnt erleichtert und befreit leben. Das ist der richtige Punkt. Zu ihm gehen, in der Haltung, dass wir es bei ihm lassen, nicht in der Haltung, dass wir uns bei ihm beschweren, das wäre ganz uncool, sondern dass wir zu ihm gehen und bei ihm diese Dinge lassen und dann erleichtert weiterleben können. Hör auf, dich zu beschweren. Denn es ist wirklich so, du machst dein Leben schwer. Die Bibel fordert uns auf, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen. Hüte dich vor der Beschwerung deines Herzens. Lass nicht zu, dass dein Herz beschwert wird, was durch Beschwerde geschieht. Oder an einer anderen Bibelstelle heißt es, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Ich lade dich ein, in deinem Leben eine Kultur zu entwickeln, wo du einfach dich nicht mehr beschwerst. Weder bei anderen Menschen, noch bei dir selber, noch bei deiner Familie, schon gar nicht bei Gott, sondern indem du die Dinge einfach Gott übergibst und sagst, vielleicht verstehe ich es nicht, vielleicht finde ich es auch nicht unbedingt gerade ganz toll, aber ich gebe es dir und erwarte, dass du was Gutes draus machst. Und tatsächlich erleichtert, leicht, fröhlich, unbeschwert durch dein Leben gehst. Das geschieht, indem du echt anfängst, dich zu entschweren bei Gott. Ich glaube, wenn du das tust, Gott hat mehr für dich.